Okay, also mein Vortrag ist, wir klicken uns durch eine Ubuntu-Installation. Das meine ich ganz wörtlich. Also ich klicke jetzt dann durch eine Ubuntu-Installation durch. Das primäre Ziel ist, Leuten die Angst vor Linux-Installationen zu nehmen. Also wenn ihr schon mal was mit Linux gemacht habt, dann braucht ihr euch den Vortrag nicht anschauen. Dann habt ihr ja keine Angst davor. Das ist mein virtuelles Windows 10. Also ich simuliere da einen Computer in meinem Computer und in dem Computer machen wir das alles. So, mein Windows 10 ist hochgefahren. Ich lege die virtuelle CD in mein virtuelles CD-Laufwerk und starte den Rechner neu. So, wer von euch hat schon mal gelinuxt? Das heißt von der CD booten. Okay, es weigert sich von der CD zu booten. Das sind immer die schönen Momente, wenn man was live macht. Es funktioniert nie. Während ich es probiere, hat jemand schon mal grundlegende Fragen? Weil das ist jetzt nicht so der spannendste Vortrag. Also ich werde schon ein bisschen herumhüpfen und euch Zeugs erzählen. Aber es soll vor allem eine Fragerunde sein. Das Windows ist nur zum... Das können wir auch machen. Das Windows 10 ist nur deshalb da, weil die meisten Leute wollen das nicht gleich weghauen, sondern beides haben. Deshalb das Windows 10. Ich fasse jetzt mal ganz runter und dann fahre ich es wieder hoch. Dann bootet es von der CD, hoffe ich. Ich habe es vorher ausprobiert und da ging es noch. Das ist mir sehr peinlich jetzt. So. Genau. Das erste, was wir sehen, wenn wir von der Ubuntu-CD gebootet haben, ist dieser Bildschirm. Der stellt uns vor die Wahl, wollen wir Ubuntu ausprobieren oder gleich installieren. Weil ich jetzt 10 Minuten verbraucht habe, bis wir überhaupt was sehen, probieren wir es nicht aus, sondern installieren es gleich. Wir wählen also Option 2, drücken einmal Enter, dann warten wir. Wir sehen Fehlermeldungen, die normal sind auf meinem Rechner. Möglicherweise seht ihr da auch ein paar auf eurem. So, jetzt hat es die ganze Videohardware erkannt, geht auf die richtige Auflösung und so sieht Ubuntu aus. Ich habe Ubuntu ausgesucht. Ubuntu ist eine ziemlich einsteigerfreundliche Linux-Distribution. Da gibt es auch noch Linux Mint. Das ist eigentlich Ubuntu nur in grün. Also wörtlich, das Team ist grün und es hat ein bisschen anderes Startmenü. Ubuntu hat auf der Seite ein Startmenü und Linux Mint hat es unten. Also es ist eine Geschmackssache, was man sich aussucht. Auf jeden Fall wählen wir jetzt Deutsch aus und drücken einmal weiter. So, das ist ein relativ wichtiger Punkt. Install third-party software for graphics and Wi-Fi hardware, MP3 and other media. Die meisten Leute werden das wollen. Vom Open-Source-Standpunkt her will man das eigentlich nicht machen, aber es ist halt so, es funktioniert das meiste ohne nicht. Das installiert Grafikkartentreiber, WLAN-Kartentreiber, den MP3-Codec, ohne den man MP3-Dateien nicht abspielen kann. Solche Sachen. Okay, wir hakeln das also an, drücken weiter. Diesen Punkt anhakeln bedeutet aber auch, dass wir Internet während der Installation brauchen. Das heißt, ihr wollt dann LAN-Kabel anstecken. Jetzt stellt es uns vor die Wahl, wollen wir Ubuntu neben Windows installieren oder wollen wir Windows löschen? Wollen wir Windows löschen?
Okay. Ich habe gehört, wir löschen Windows. Wir wählen also Windows löschen, also Festplatte löschen und Ubuntu installieren. Dann haben wir auch die Wahl, ob wir die Ubuntu-Installation zur Sicherheit verschlüsseln wollen. Das müsst ihr für euch persönlich entscheiden. Wenn ihr viel reist mit eurem Laptop, dann macht's das. Allein aus dem Grund, ihr verliert den Laptop oder er wird euch geklaut. Wenigstens hat der Dieb nicht eure Daten. Wir machen es jetzt nicht, oder? Na doch, wir machen es. Dann hakelt es automatisch an, LVM bei der neuen Ubuntu-Installation verwenden. Das LVM steht für Logical Volume Manager, glaube ich. Ist aber absolut nicht wichtig zu wissen. Also wir nehmen einfach hin, dass es es angehakelt hat und drücken auf Jetzt installieren. Jetzt kommt der Teil, sucht euch das Passwort aus für die verschlüsselte Festplatte. Ich wähle ein Passwort. In der Realität ist mein Passwort um einiges länger. Wählt nicht so ein kurzes Passwort, wählt ein gescheites Passwort. Okay. Für mehr Sicherheit freien Speicher überschreiben. Könnt ihr machen. Machen wir jetzt aus Demonstrationsgründen nicht, weil dann ist der Vortrag vorbei, bevor das überhaupt angefangen hat. Okay. Da klicken wir auf Jetzt installieren und die Installation beginnt. Es wird euch dann jetzt gleich noch ein paar Fragen stellen, ob ihr das wirklich tun wollt. Immerhin verliert ihr damit alle eure Daten und euer Windows. Alles andere, wusch. Wir wollen das, drücken auf Weiter. Dann rattert es wieder ein wenig. Das nächste Dialogfeld wird dann, genau, wo befinden Sie sich? Das ist aus mehreren Gründen wichtig. Zum einen setzt das die Zeitzone richtig, zum anderen Sommer-Winterzeit-Umstellung. Und das Konzept von Ubuntu ist so, dass Software und Updates und so weiter kommen von verschiedenen Paketquellen. Die sind überall auf der Welt gespiegelt. Und so wählt es einen Spiegelserver aus, der sich in eurer Nähe befindet. Wir geben da also unseren echten Standpunkt an. Meistens wird er schon vorerkannt. Wir sehen Zeitzone Wien. Okay. Die Tastaturbelegung. Wir wählen die deutsche Tastaturbelegung. Wir können sie auch testen. Wichtig ist, wenn man Y drückt, sollen Y kommen. Wenn man Z drückt, sollen Z kommen. Das Euro-Zeichen funktioniert. Man kann es auch automatisch erkennen lassen, wenn man nicht in der Liste suchen will. Da muss man halt mal Y drücken, dann ist die folgende Taste vorhanden. Ja, es ist vorhanden, wir drücken das Ö. Diese Taste ist nicht vorhanden. Es wählt automatisch die deutsche Tastaturbelegung. Wir drücken auf Weiter. Okay. Das kann ich euch auch nicht vorsagen. Hier geben wir unseren Namen an. Der Name des Rechners. In eurem Heimnetzwerk könnt ihr den nennen, wie ihr wollt. Für eine Firma werdet ihr wohl nicht tätig sein und dort Server administrieren. Nein? Okay. Wir nennen also Sebastians Superrechner. Unser Benutzername Sebastian. Akzeptieren wir. Wir wählen wieder ein Passwort. Persönliche Daten verschlüsseln müssen wir nicht anhakeln, weil wir eben unsere ganze Festplatte verschlüsselt haben. Das heißt, ein etwaiger Dieb oder neugierige Mitarbeiter an einer Kontrolle am Flughafen sehen nichts außer Datenmüll. Wir drücken wieder weiter. So, und jetzt kommt der Teil, wo wir einfach warten müssen. Danach ist es dann auch fertig. Sind inzwischen Fragen aufgetaucht? Es ist ziemlich straightforward. Also, wie gesagt, der Vortrag ist wirklich nur Berührungsängste nehmen.
Weil es einfach, es ist wirklich einfach. Also der Einstieg in Linux, der geht sehr schnell voran. Die Partitionierung habe ich automatisch machen lassen. Ja. Also man kann auch manuell partitionieren, wenn man das möchte. Das ist schon was für eher ein bisschen mehr erfahrene Anwender. Aber dann hat man halt viel mehr Freiheiten, wie das System danach aussehen soll. Unter Linux ist es so, dass alles Ordner und Dateien sind. Das kennen wir schon von Windows. Man hat da seinen Benutzerordner, da drin gibt es Dokumente, Musik, Videos, alles Mögliche. Unter Linux ist das genau gleich. Es gibt einen Ordner, ich zeige das, während das da im Hintergrund installiert. Das ist mein persönlicher Ordner. Wir sehen, ich habe einen Ordner Dokumente. Da liegen meine Dateien drin. Nehmen wir. Okay, also ich zeige euch jetzt nicht mein Zeugnis. Also es liegen Dokumente da drinnen, es gibt den Ordner Downloads, da liegen Downloads drinnen. Zum Beispiel diese Rechnung. Automatisch ist bei Ubuntu auch ein Programm dabei, mit dem man PDF-Dateien öffnen kann. Oder Bilder, zum Beispiel hier das Foto meiner Bankomatkarte. Oder mein Personalausweis. Das ist noch Ubuntu 17.10, weil ich den Vortrag vorgestern vorbereitet habe und da gab es 8.4 noch nicht. Also der Kommentar war immer das alte Graffel, ja. Leider nicht ganz top aktuell. Inzwischen gibt es Ubuntu 18.04, das ist noch Ubuntu 17.10. Ganz einfach, vorgestern gab es 18.04 noch nicht, das gibt es erst seit gestern. Ich bin ein bisschen abgeschwiffen. Auf jeden Fall, so sieht Linux danach aus. Unter Ubuntu ist das ein bisschen anders. Das hier ist die Oberfläche von Linux Mint. Ganz normal mit Desktop, einem Startmenü, verschiedenen Symbolen. Wir können uns auch Dateien auf den Desktop legen, das Hintergrundbild ändern, mit verschiedenen WLANs verbinden. Wie weit ist die Installation? So. Okay. Gibt es inzwischen Fragen? Wollt ihr irgendwas Spezielles sehen? Ja. Diese Aktualisierungen kommen ja recht häufig, das stimmt. Aber nach einer Zeit ist der Ordner, der Platz da, sofort ist er nur in Folie. Dann muss ich mir ins Terminal einstellen, dann den Hausmeister starten. Kannst du das Mikrofon nehmen, was dir gerade gereicht wurde? Also die vorgesehene Zivilfläche ist dann bald voll, dann geht es zum Hausmeister rein und muss dann manuell Dateien entfernen, dann für den Platz ist es beim neuen Ubuntu automatisch, dass die alten Dateien rausgeschmissen werden von den Aktualisierungen, Programmen. Also prinzipiell ist es so, ja und nein. Also fast alles in der Informatik lässt sich mit ja und nein beantworten. Ja, alte Dateien werden automatisch recycelt. Es kann dir aber passieren, dass dein Platz trotzdem zu eng ist. Ja, genau, zu eng ist oder voll läuft, dann musst du sie manuell entfernen über den Hausmeister, wie du es bis jetzt gemacht Gibt's aber hast. nicht mehr, Esther. Sollte es eigentlich schon noch geben. Gibt es, der ist nicht mehr da. Wobei man auch sagen muss, wenn, also Ubuntu braucht nicht viel Speicherplatz. Eigentlich mit der automatischen Partitionierung sollte euch der Speicher nie ausgehen, wenn ihr einen halbwegs aktuellen Rechner habt. Darum meine ich, dass das manuelle Partitionieren vielleicht doch günstiger ist, dass man selber mehr Speicherplatz
für diese Aktualisierungen einrichten kann. Manuell partitionieren für Anfänger würde ich nicht empfehlen. Nicht? Würde ich, nein. So, wir starten jetzt den Rechner inzwischen neu, weil die Installation ist fertig. Unser Ubuntu startet. Und es fragt uns nach dem Entschlüsselungspasswort. Bevor überhaupt irgendwas passieren kann, müssen wir jetzt unsere Festplatte entschlüsseln. Wir geben also das Passwort ein, was wir bei der Installation gewählt haben. Ich muss reinklicken. Okay, irgendwas spinnt schon wieder. Ja, so ist das, wenn man live was macht. Eigentlich käme da jetzt die Passwortabfrage. Und nach der Passwortabfrage das Login-Fenster. Ich zeige euch das bei meinem Rechner. Ich melde mich also ab. Ich melde mich ab, hallo. Okay. Ich habe mich abgemeldet und das Bild ist weg. Aber ja, die Installation ist fertig. Der Vortrag hat sein Ziel damit erfüllt. Das ist das Fenster, was euch begrüßen wird. Und meine Zeit ist, glaube ich, auch aus. Also gibt es noch Fragen, abschließende Fragen? Ich bin noch den ganzen Tag da. Ich werde im Nebenraum sein und Video angeln ab 12.45 Uhr. Bis dahin könnt ihr, falls noch Fragen auftauchen oder jemand Ubuntu gleich installieren will oder eine andere Linux-Distribution, könnt ihr gern zu mir kommen und ich helfe euch. Ja, danke, dass ihr da wart.